Frank Herrmann bei einem Sehtest in der Augenklinik des Krankenhauses Dresden-Friedrichstadt. Eine Erbkrankheit ließ den Sachsen vor 10 Jahren erblinden. Der 54-Jährige hat hier im März dieses Jahres einen Chip ins Auge implantiert bekommen, durch den er ansatzweise wieder erfahren hat, was es heißt zu sehen. Also ich kann Lichteffekte sehen, also Lampen erkennen. Bei Idealbedingungen, wie es in den Tests läuft, geschürfen Tisch erkennen, also das ist ein Blitzen, sage ich mal. Unterschiedliche Formen des Geschirrs oder sind nicht zu erkennen, aber ob das vielleicht ein großer oder ein kleiner Gegenstand ist, das kriege ich schon raus. Dr. Helmut Sachs hat den Chip ins Auge von Frank Herrmann eingesetzt. Seit 3 Jahren wird diese Operation in Dresden durchgeführt. Das Verfahren dieser Implantation hat er mitentwickelt. Der Chip ist eine Matrix aus Fotodioden. Und auf diese Fotodioden fällt Licht und dieses Licht wird dann umgesetzt in einen elektrischen Impuls und dadurch wird die Netzhaut stimuliert. Auf dem Chip selbst sind 1500 Pixel. Diese reichen aus, um ein Bild entstehen zu lassen. Das Implantat kostet 100.000 Euro. Die Kosten für die Operation hat bisher die Forschung übernommen. Künftig werden aber die Krankenkassen ihren Teil zusteuern. Die Verhandlungen dazu laufen. Ein solches Chip-Implantat ist jedoch nicht für jeden blinden Patienten geeignet. Diese Operationsmethode geht nur dann, wenn also die Netzhaut degenerativ verändert ist. Das heißt also, der Rest des Auges, also alles, was drüber kommt, die Ganglienzellen, der Sehnerv bis hin zum Gehirn muss intakt sein. Nur dann funktioniert das Verfahren. Also es würde nicht funktionieren beim erblindeten Kind oder es würde auch nicht funktionieren, wenn sie eine Verletzung am Auge haben. Bei Frank Herrmann hat es funktioniert. Dennoch ist er nicht 100%ig zufrieden mit dem Ergebnis. Muss ich sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Und das auch noch. Für den Alltag bringt es nie wirklich was. Es läuft nur unter den idealen Bedingungen. Wie in den Tests, in den Raum abdunkeln, das schwarze Tischtuch, ordentliche Beleuchtung über den Tisch und weißes Geschirr zum Beispiel. Und das hat man im Alltag eigentlich nie. Dennoch hat er die Hoffnung nicht aufgegeben, dass durch Training seine Augen wieder deutlicher Gegenstände wahrnehmen können.